Hallo und willkommen zurück hier bei Pokémon Feuerrolle Edition Nuzlocke Challenge. Das nächste Part. Wir sind gerade dabei, durch den Mondberg zu gehen. Und mein Butterfly sieht gerade nicht so gut aus, ich merke ich gerade. Hoppla. Dann will ich hier flüchten. Sicherheitsgründe mal jetzt. So, mal schauen, haben wir Trank? Nein, haben wir leider nicht. Dann wechseln wir zu Glutexo. Und weiter geht's. Ja, so schier, verbrenn ihn. Gegrillte Fledermaus gibt's heute zu Abend essen. Werden sich ein oder andere bestimmt freuen. Was Blutiges, Saftiges. Und nochmal eins. Und weg ist er. Wow, ein KP hat er mir abgezogen. Respekt, das ist sehr viel, Alter. Und weiter zum nächsten Trainer hier. Ja. Team Rocket und eure Pläne, die laufen immer schief. Es brennt. Hat jemand einen Feuerlöcher da? Dann können wir ihn retten. Stirb, Ratzfratz, stirb. Und tschüss. Nein, wir wechseln das Pokémon nicht. Unser Uschir schafft das schon. Macht alle fertig. Und tschüss. So, jetzt ist es richtig. Das gibt's doch wohl. Scheiße. Irgendwie verredet. Gut. Welches Fossil nehmen wir eigentlich dann? Hexenfossil oder Daumenfossil? Entweder ein Caputo oder Amoroso? Ach, keine Ahnung, wie das andere heißt. Das ist eine gute Frage, wie heißt das andere nochmal? Das weiß ich gar nicht mehr. Werden wir ja bald sehen. Macht nix. Wir wollten eh jetzt Glut einsetzen. Uschia erreicht Level 17. Super. Smogon. Dürfte da nicht Smetbo? Ach, setz mal Tipsy ein. Das muss sich ja auch bald mal zu Tauburger entwickeln. Ich glaube Level 18 dann jetzt, nicht Level 16, wie ich erst gedacht habe. Und weiter geht's. Ein Volltreffer, super. Keine der neuen Attacken treffen, aber wie schlecht seid ihr denn? Und tschüss. Level 17 erreicht. Voltorball, natürlich, da müssen wir Pokémon wechseln. Naja. Nein, das war ein Fehler, den wollte ich nicht. Jetzt muss man es tun. Was eingesetzt ist, ist eingesetzt. Hoffentlich verlieren wir es nicht. Das ist noch okay.
kein Schlafpuder kann. Er lernt erst Level 15. Vielleicht haben wir ja Glück und es läuft trotzdem gut für Butterfly. Nein, oh, gut. Nochmal Glück gehabt. Yeah, gibt uns eins ab, dann nehmen wir uns das. Was nehmen wir dann? Nehmen wir Domfossil. Ah, ne, das Helixfossil. Gut, umso besser. Schade, dass wir ihn nicht K.O. schauen können und das klauen. Da haben wir beide. Aber gut. Stahl schlägt Stein. Spielverderber. Und weg ist er. Scheiß Stimme. So, jetzt geht's wieder. Die Pokémons können einen niemals in Ruhe lassen. Die müssen unbedingt kämpfen und dann verlieren. Gut. Wenigstens hat nicht anders dabei. Wird's auch passieren. Cooles Training immerhin. Gegengift. Brauchen wir eigentlich noch nicht, aber mal schauen. Route 4. Die zwei kämpfen nicht. Die wollen nur TMs oder irgendwas hergeben. Beziehungsweise beibringen. Dann fangen wir hier ein neues Teammitglied. Da bin ich mal gespannt, welches es sein wird. Und es ist ein... Okay, haben wir schon. Weg mit. Schon wieder ein Habitat. Ach komm. Wir brauchen ein neues Pokémon, wo wir euch gefangen haben. Gibt's auch bestimmt irgendwas hier drin, was ich noch nicht hab. Naja, ganz schön schlecht, wenn es nichts gäbe. Ach, Alter. Wir müssen so oft kämpfen, dass er sich endlich mal aufgibt. Ist ja ein schönes Training hier, aber trotzdem. Gehen wir mal tiefer rein, halt. Okay, doch, ein neues Pokémon. Angreifen könnten wir es jetzt nicht. Sonst wäre es ja besiegt. Mal schauen, vielleicht haben wir ein anderes Pokémon, wo es schwächer ist. Habitak. Warum nicht? Versuch es wert. Und so schnell wird es eigentlich auch nicht besiegt. Die gegnerischen Pokémon machen ja öfters die billigen Attacken. Oh, treffen wir auch gar nicht. Noch einmal Schnabel und dann fangen wir es. Aber ein neues Teammitglied namens Rattan. Einen schönen Namen habe ich auch schon für ihn. Los, Pokéball! Toll, Rattan wurde gefangen!
Natürlich. Wir nennen ihn Mr. Snake. Halt. So. Ja, das hatten wir auch mal gar, das mussten wir leider freilassen. Da es im Kampf besiegt worden ist, aber es hat dafür sehr gut gekämpft. Und jetzt einfach nur weg mit ihm. Jetzt auf in die Stadt. Ah, sind wir ja schon in Azuria City. So, Rennleiter werden noch später noch gemacht. Jetzt gehen wir erst zur Nougatbrücke. Das war jetzt Glück. So, ich weiß, kommt da glaube ich zu Bolo. Aber meine Pokémon sind noch nicht stark genug, wie man sehen kann. Also werde ich jetzt die Party hier beenden und offline trainieren gehen. Also auf Wiedersehen, bis zum nächsten Part und haut rein, Leute. Auf Wiedersehen.